Außergewöhnliches und Kurioses zeigt die Sonderausstellung in der Heimatstube im erzgebirgischen Auerbach, die am ersten Adventswochenende öffnete. Die Schau stellt einen kleinen Querschnitt über das dar, was Auerbacher alles so als sammelwürdig betrachten. Gleich im Eingangsbereich kommt die Natur zum Zuge. Hier zeigt der langjährige Sammler Stefan Weiß, welche Einzigartigkeiten die Natur hervorbringen kann. Dinge, die auch vergänglich sind, wenn sie in dieser Form nicht bewahrt werden. Ich habe allgemein eine ganz große Liebe für die Natur. Mich interessieren Pflanzen und Tiere. Und das hat sich so angeboten. Ich habe als junger Mensch angefangen, hatte die ersten paar Stücken zusammen. Das hat mir auch einen gewissen Reiz gegeben. Der hat mir gut gefallen und da habe ich angefangen, dann weiter zu sammeln. Und bin später dann durch eine Erbschaft an einen Großteil der Tiere rangekommen. Aber nicht nur die Natur bietet viel Raum für Sammlungen. Seife in ihrer bunten Verpackung kann gesammelt werden. Genau wie beschriftete Kleiderbügel oder Nadelmappen. Viele Dinge des täglichen Gebrauchs sind in der Auerbacher Heimatstube zu entdecken. Eine Vitrine voller Kaffeekannen oder auch ein technisches Gerät aus den Tagen der DDR. Manches, was damals nur unter den Ladentisch zu haben war, ist in der Sammlung zu sehen. Plastikbausätze von Modellflugzeugen wurden vom VEB Plastikkart Schopau produziert. Auch sie waren sehr begehrt. Wer es kleiner mag, sammelt Streichholzschachteln, Ansichtskarten oder Obstaufkleber. Die Objekte werden sortiert und fein säuberlich abgeheftet. Einzigartige Bilder vom Ester Fuhrpark aus Auerbach sind ebenso Bestandteil der Ausstellung. Sie zeugen von einer Zeit, in der die Strumpfindustrie vor Ort noch florierte. Und natürlich darf auch die Schmalspurbahn nicht fehlen. Sie prägte viele Jahre das Bild von Auerbach. Daran erinnert sich Christian Siem noch genau. Dieses Jahr am 28.09. Sind vor 45 Jahren die letzten Personenzüge durch Auerbach gefahren. Dann wurde der Personenverkehr stillgelegt. Der Güterverkehr ging noch bis zum 31.12.1975, also erreichlich jetzt gar gern länger. Und da habe ich hier mir ein paar Bilder aus meinem Archiv rausgesucht, die ich mir hier zeigen will, aus der Auerbacher Bevölkerung. Vielleicht können sich auch viele noch daran erinnern. Da hier ist einmal hier oben die letzten Betriebsdauer, das hat der Pech Wilfried gemacht, die vom Fotozeug in Auerbach, hätte ich mir die geben lassen wollen. Und dann habe ich hier praktisch letzten gültigen Vorplan da war. Dann ist hier drüben aus den Anfangsjahren ein paar Bilder, dann aus den 60er und 70er Jahren, die habe ich eigentlich fast alle selber gemacht. Das waren so meine ersten Bilder. Hier ist einmal was mit sehr viel Schnee, da war der Schnee so hoch wie der Zug, da kam praktisch wie aus dem Schnee rausgefahren. Das ist hinter der Kirche. Und hier ist im Prinzip die letzte Fahrt am 28.09.1974. Da war es so, da war noch einmal sehr viel Betrieb im Zug. Viele, mit denen wir so gesprochen haben, konnten sich noch als Kind daran erinnern, dass so die Eltern noch mal mit der Eisenbahn gefahren sind. Das ist der 1-Zug hier, das ist da vor noch 13 Uhr. Dann waren noch 1976, wurde eine Lokomotive gebraucht als Heizlok im ehemaligen Werk 4 in Auerbach. Das war die PA36, das war die Wielandfabrik. Das sind Abbaubilder mit hier und hier vom Abbauzug, wo 1976 im Sommer über Studentenbrigade und Kreisjugendobjekt der Abbau erfolgte. Und da ist hier praktisch der Abbauzug drauf und ein paar, wie abgebaut wurde, das ist Lokpersonal, die dann die letzten Fahrten gemacht haben mit einem Abbauzug. Ein anderes Schicksal hat wohl diese echte Holzpyramide hinter sich. Sie stammt ursprünglich aus Auerbach. Bis heute ist sie farblich noch im Originalzustand. Hier bittet der Heimatverein Auerbach um Mithilfe. Wer Näheres über dieses schöne Stück erzgebirgischer Volkskunst weiß, der wird gebeten, sich beim Heimatverein Auerbach im Erzgebirge zu melden. Die Ausstellung Außergewöhnliches und Kurioses ist wieder geöffnet am 28. und 29. Dezember in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, sowie am 5. Januar ebenfalls von 14 bis 17 Uhr. Sonderöffnungen ab 5 Personen können unter 03721 30 636 oder 03721 27 46 29 0 vereinbart werden.
Nicht kurios, aber außergewöhnlich ist die Welt unserer stark bedrohten Insekten. Auch zum Thema Bienen, Wespen und Käfer hat Stefan Weiß viel Wissenswertes beigesteuert. Und er hat für alle noch eine ganz besondere Botschaft. Sinn und Zweck ist es, dass wir uns sehr bemühen müssen, diese Tiere zu erhalten. Die werden von Jahr zu Jahr immer seltener und wir müssen wirklich was dazu tun, wenn wir unseren Kindern das erhalten wollen. Das heißt, ganz speziell tun sie in ihren Gärten Nahrungspflanzen anbauen. Es gibt wunderschöne Blumen, die man anbauen kann, die den Tieren zugutekommen. Man kann zum Beispiel auch für die Wildbienen eine Wildbienenanlage bauen. Auch das hilft den Tieren sehr. Und wenn sie mal Raupen drinne finden, machen sie sie nicht gleich tot. Lassen sie sie am Leben. Es wird mal eines Tages ein wunderschöner Schmetterling. Wir kennen das zum Beispiel vom Schwalbenschwanz her. Da findet man die Raupen gerne an Dill oder Möhrenkraut. Und das bisschen Zeug, was die fressen, schadet nicht. Ist Möhrenkraut ohnehin nicht. Aber wir erleben eines Tages, dass da mal was Wunderschönes rauskommt.